So, und jetzt hier sehen wir der Berliner Bär und dann war man in West-Berlin jetzt. So, hier links, da sehen wir das doch, ne? Das bleibt auch stehen. So, und jetzt kommt hier, das ist KDW hier, ne? Riesengroß. Man kann Geld ausgeben ohne Ende. So, das hier der Wittelsberger Platz, ja? Hier ist die U-Bahn-Station auch, ne? Und die nächste diese Richtung ist Nollendorfplatz. Schon 20 Jahre lang durchs Brandenburger Tor. Also diese Freiheit zu genießen ist immer wieder sehr, sehr schön. Sie werden heute eine Riesenstadt kennenlernen, 883 Quadratkilometer, alles schaffen wir nicht. Aber Sie werden doch die wichtigsten Dinge kennenlernen. 3,5 Millionen Einwohner hat Berlin derzeit und wir haben 12 Bezirke und sind auch gleichzeitig ein Bundesland und die Bundeshauptstadt. Also die schönen Wahlplakate können Sie sich auch gleich angucken. Ne? Wir haben ja bald Wahlen hier in Berlin. Luxemburg, dann kommt links Mexiko und wir sind schon an der Siegessäule. Siegessäule, die können Sie morgen besteigen, wenn Sie wollen. Da müssen Sie aber gut zu Fuß sein, da führt eine Wendeltreppe hoch. Und von oben haben Sie eine wunderbare Aussicht, nicht oben die Goldelse, die Siegesgöttin Victoria. Die Säule ist ja eigentlich ein Kriegsdenkmal, nicht? Das erinnert ja an Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich. 1871 ist dann das Deutsche Reich gegründet worden, dafür steht die Säule. Also sozusagen ein Denkmal für die Reichsgründung von 1871. Da wurde Berlin ja Reichshauptstadt und oben natürlich die Siegesgöttin Victoria. Und wenn Sie sich gleich die Säule mal angucken, wir fahren jetzt gleich ein bisschen näher ran, werden Sie goldene Verzierungen sehen. Das ist wieder ein sehr beliebter Blickfang. Und jetzt sehen Sie die Kanonenrohre, ne? Die haben sich die Preußen hier rangehängt. Und drumherum ist noch so ein bisschen Stadtplanung der 30er Jahre nicht. Berlin sollte ja das spätere Germania werden, die Welthauptstadt des Nazireiches. Ja, und dafür wurde schon ziemlich viel gebaut. Und alles, was Sie da um sich herum sehen können, stammt vom Architekten Albert Speer. Das waren diese großen, breiten Achsen, die ja geplant waren, die ja aber nur eine einzige gebaut wurde. Wir fahren jetzt rüber zum Bundespräsidenten. Rechts ist dann so schön zu sehen, dann das Brandenburger Tor. Da kommen wir dann in Kürze hin. Genau. Also schauen Sie gleich mal hoch. Das ist die Ost-West-Achse. Und das Brandenburger Tor stand ja schon im Osten, nicht? Die Mauer war ja vor dem Tor. Schauen Sie mal hoch. Dahinter ist der Osten. Da war die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. 40 Jahre alt ist die DDR geworden. Jetzt gucken Sie gleich links, werden Sie gleich mal ein Schloss sehen. Das Schloss Bellevue ist der Amtssitz des Bundespräsidenten. Da sitzt Joachim Gauck. Zweite Amtszeit will er nicht mehr. Ne? Nochmal 5 Jahre ist ihm zu viel. Und das ist ein Schloss aus der Zeit Friedrich des Großen aus dem 18. Jahrhundert. Oben ist eine Flagge zu sehen. Ein sicheres Zeichen, dass der Bundespräsident auch anwesend ist. Und das ist also Schloss Bellevue. Was macht der Bundespräsident? Er repräsentiert und darf neue Bundesgesetze unterzeichnen. In Berlin, die meisten Bootsfahrten starten ja so in der Mitte da am Berliner Dom da in der Gegend. Da kannst du einstündige Bootsfahrten machen. Ist auch immer schön, ist ziemlich entspannend, auf die Spree mal hochzufahren. Das ist hier der Tiergarten, der nach dem Krieg ein Gemüseacker wurde und wo die Briten geholfen haben, ihn wieder aufzuforsten. Jetzt hat sogar die Queen ein Bäumchen gepflanzt, das am nächsten Morgen bereits geklaut war.
Also, das war schon ja, das Berlin, ne? Heißt Haus der Kulturen der Welt. Und wir fahren jetzt erstmal durchs Regierungsviertel, nicht? 89 Mauerfall, 90 Wiedervereinigung, ein vollkommen modernes Parlament mit einer Kuppel. Und die Kuppel ist sozusagen öffentlich, aber Spontanbesuche sind jetzt nicht mehr möglich. Also Sie müssen sich ein Zeitfenster buchen. Also man kann da aufgrund von natürlich Sicherheitsbedenken nicht mehr einfach rein und raus wandern aus dem Parlament. Aber zum Angucken ist es immer sehr spannend, nicht? Gucken Sie gleich mal jetzt nach rechts, dann haben Sie den Panoramablick auf den Deutschen Bundestag. Sie haben oben die Kuppel, ja, die Kuppel, die ist ja oben offen. Und direkt unter der Kuppel ist der Plenarsaal des Bundestages. Es gibt 631 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und da wird Ihnen Frischluft zugeführt und auch Tageslicht, auf das Ihnen ein Licht aufgehe. Reichstag hat eine Dachterrasse und also Reichstag hieß er ja früher mal, nicht? Und 1896 ist er eingeweiht worden vom deutschen Kaiser. Der mochte keine Volksvertretung, nicht? Der sagte immer Spatzbude oder Reichsaffenhaus. Aber wie gesagt, 1918 wird die Republik ausgerufen. Der Kaiser ist im holländischen Exil. Das war die Weimarer Republik, die endete mit der Nazi-Herrschaft sozusagen, nicht? Hitler kam ja noch legal an die Macht. Februar 33 brennt der Plenarsaal und dann die Nazis schieben es den Kommunisten in die Schuhe, machen ein neues Gesetz, das heißt Reichsermächtigungsgesetz und Hitler wird Diktator. Das Gebäude war zu in der Nazizeit, da war nichts los. Ist dann 45 von den Sowjets gestürmt worden und war dann immer im Westen, das heißt gleich hinter dem Reichstag war die Mauer. Also die Spree, die da unten jetzt zu sehen ist, das war schon Osten, ne? Da sind die Leute schon erschossen worden, wenn sie hier rüber geschwommen sind. Und das Gebäude dahinter mit der langen Treppe ist das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das ist die Bundestagsbibliothek. Das ist die Bundesexekutive, nicht? Also Bundeskanzler, Kanzlerin hat immer die Richtlinienkompetenz und sagt eben, wo es lang geht. Ja? Wir haben links die Botschaft der Schweiz. Die waren immer schon da, die Schweizer. Da war noch gar kein Kanzleramt in Sicht. Die haben immer durchgehalten. Sie müssen sich vorstellen, vor 25 Jahren war hier nichts. Ne? Da stand links so eine halbe alte Schweizer Botschaft. Da vorne, wo der Bahnhof steht, stand ein alter Bahnhof und ansonsten war hier tote Hose. Ja? Und das ist alles neu entstanden und entwickelt worden nach der Wiedervereinigung. Sie können jetzt noch mal das Kanzleramt gucken und sehen, es hat ein rundes Fenster. Deswegen heißt es auch Bundeswaschmaschine. Das Kanzleramt liegt direkt an der Spree. Jetzt geht es erstmal über die Moltkebrücke. Die Moltkebrücke ist eine der wenigen historischen Brücken, die nicht gesprengt worden sind am Ende des Zweiten Weltkrieges, um das Vordringen der Sowjets Richtung Reichskanzleramt-Bunker zu verhindern. Nicht? Also Sie müssen sich vorstellen, da waren 2,5 Millionen Sowjetsoldaten auf dem Weg nach Berlin und Berlin wurde von 9000 Menschen verteidigt. Davon waren die Hälfte Hitlerjungs zwischen 14 und 16 Jahren, nicht? Die da hier Panzersperren aufgebaut haben und wo die Berliner sagten mit Galgenhumor, naja, die Sowjets werden genau 2,25 Stunden brauchen, um da drüber zu kommen, 2 Stunden, um sich tot zu lachen und 15 Minuten, um das Ganze niederzuwalzen. Ja? Also das ist sozusagen, und da rechts jetzt der neue Hauptbahnhof. Schauen Sie mal nach rechts, das kann man auch gut machen. Im Liegestuhl sitzen, übers Wasser gucken, sich wie in der Ostsee fühlen. Nicht? Was mag der Berliner am liebsten? Vorne raus Kudamm, hinten raus Ostsee. Ja? Da fahren auch die Bötchen vorbei, so ein paar Strandbars gibt es immer überall. Das ist wirklich nett, muss man sich mal. Der Bundeskindergarten, nicht? Der Bund hat für seine Mitarbeiter einen eigenen Luxuskindergarten gebaut. Der hat 5 Millionen Euro gekostet, sind so 40 Kinder drin, ne? Und dann haben Sie links nochmal, das ist nochmal das Paul-Löbe-Haus, eines der Bürogebäude des Bundestages. Wir fahren jetzt nochmal bei der Bundeskanzlerin vorbei. Also, wie ist das eigentlich so gedacht? Also, da vorne empfängt sie ja immer ihre Gäste. Also, weil die meisten ja eine sehr hohe Sicherheitsstufe haben, sind ja alle Gullideckel zugespeist. Ausnahmslos, ja? Und, oben, also der Kubus in der Mitte, oben links ist so eine Terrasse. Das ist die Kanzlerwohnung, da wohnt Frau Merkel aber nicht. Da steht so eine Kleiderstange mit ihren bunten Jacketts, die hat sie ja in allen Farben passend, ne? Zum Anlass. Und dann kommt links gleich unter der Terrasse ist das Arbeitszimmer der Bundeskanzlerin, das hat 138 Quadratmeter. Und
Reiche Bayern, Preußen, Sachsen und Württemberg. Also aus dem Reichstag wird der Bundestag. Und da vorne auf der Wiese, ne, die große Wiese, da stand nämlich mal die Siegessäule bis 1936 gewesen sein, die Berlin erreichten, 1945. Und der Marmorstein stammt von Hitlers Reichskanzlei. Ne, der ist hier einfach rübergeschleppt worden. Und da sind auch 2000 Sowjetsoldaten begraben. Nicht? Also Stalin hat ja ein gnadenloses Rennen nach Berlin veranstaltet. Das hat ja 85.000 Sowjetsoldaten das Leben gekostet. Er wollte unbedingt der Erste sein. Er wollte für seine Propaganda klarstellen, ich bin der, der Hitler besiegt hat. Und das ist das Brandenburger Tor. Schauen Sie mal, davor war die Mauer, da sagte doch Reagan, Mr. Gorbatschow, tear down that wall, open these gates, war 1987. Um die berühmte Quadriga, der Mitteleingang war nur für den deutschen Kaiser bis 1918. Das ist ein altes Stadttor. 1786, Nachbildung des Eingangs der Akropolis von Athen. Das war das Brandenburger Tor. Und dahinter rechts das Hotel Adlon. Da können Sie auch mal absteigen. 500 Euro im Doppelzimmer, aber das Frühstück wäre schon mit dabei. Da kann man durchlaufen. Früher im alten Berlin, wenn man so Filme sieht, da sind die Berliner durchgefahren. Das geht heute nicht mehr. Nicht? Da ist ja eine ganze Menge los. Thank you.